Hallöchen, ich habe heute noch meine Neuzugänge aus dem Mai für euch. Ja, wer ein bisschen aufgepasst hat, im März sind gar keine Bücher eingezogen, im April zwei. Und wer es schon gesehen hat, es gibt natürlich auch neue Bücher noch, die ich hier nicht zeigen werde, denn die sind per Avell-Päckchen zu mir gekommen. Das seht ihr dann hier oben. Und das, ja, waren nicht die einzigen Bücher. Um es mal kurz abzukürzen. Das heißt, ich habe Bücher aussortiert, beziehungsweise die hatte ich schon länger aussortiert, habe sie endlich mal zu meiner Telefonzelle gebracht. Das ist so ein öffentlicher Bücherschrank, umgebaute alte gelbe Telefonzelle. Und da habe ich ganz viele Bücher gelassen und ich habe aber auch welche mitgenommen. Eins davon habe ich bereits angelesen und wieder aussortiert. Zählt also nicht. Zwei habe ich aber auch mitgenommen. Eins davon ist von Tommy Beyer, Fallers große Liebe. Tommy Beyer kenne ich durch, da ging es um so einen Lottogewinn. Und es war ein Hörbuch. Das fand ich gut. Deswegen dachte ich mir, Tommy Beyer, vielleicht kann er auch das hier. Eines Tages steht der unergründliche Faller im Laden des jungen Antiquars Alexander. Er überredet ihn mitzukommen auf eine Reise, deren Ziel Faller nicht preisgeben will. Gemeinsam suchen sie schließlich die Antwort auf eine der schwierigsten Fragen. Was ist schlimmer, die Liebe seines Lebens zu verlieren oder sie nie zu finden? Hat mich irgendwie direkt angesprochen, sind nicht mal ganz 200 Seiten, sehe ich gerade. Das ist wirklich nicht dick, es fühlt sich dicker an. Und relativ groß geschrieben ist das auch noch. Mal gucken. Ich mochte den sprachlichen Humor, den Sprachstil, die Schreibweise von Tommy Beyer eigentlich schon beim Hörbuch. Deswegen könnte auch das hier was für mich sein. Wenn nicht, dann gucke ich mich halt auch da wieder nach dem Hörbuch um. Ein relativ nichtssagendes Buch. Durchaus alte Ausgabe. Von Huch. Um genau zu sein, Felix Huch war das, glaube ich. Felix Huch, Beethoven. Als ein Buch über Beethoven. Sieht nochmal älter aus, als es dann tatsächlich ist, aber wobei man am Gedruckten schon auch sieht, dass es jetzt nicht gerade das Neueste ist. Ich guck mal. Oh. Es ist doch schon ein bisschen älter. 1958. Also dieses Buch ist älter als meine Mutter. Okay, für das ist es gut erhalten, um das mal zu sagen, bewusst zu sagen. Okay, gut, dann muss ich es natürlich auch mit anderen Augen sehen und lesen. Weil der Schreibstil einfach sich auch verändert hat. Ne? Bin gespannt, ob mich das interessiert. Es sind über 400 Seiten. Ich werde mal reinlesen. Wenn es nichts für mich ist, werde ich es einfach wieder in genau diesen auf öffentlichen Buchschrank stellen. Eigentlich schade, weil das Lesezeichen ist, also das Lesebändchen ist jetzt zwar nicht mehr so schön, das neueste, aber von 58. Okay. War mir noch nicht bewusst. Das ist eins meiner ältesten Bücher jetzt im Regal. Ja, dann kam der fatale Moment, dass ich tatsächlich wieder in einem Buchladen stand. Und zwar stand ich quasi hier, wo ich wohne ja außerhalb von München, gibt es nicht so viele Möglichkeiten, Bücher zu kaufen oder nicht so viele schöne Möglichkeiten, aber eine und da war ich quasi in der Nähe. Und dann war dann wie, musste so sein, dass ich dann eben auch mal kurz in diesen Buchladen schaue. Und da ist mir entgegengesprungen von Lorraine Brown und dann war es Liebe. Ich finde dieses Cover unfassbar hübsch. Es geht darum, Hannah. Nach einem wunderschönen Urlaub mit ihrem Verlobten setzt sich Hannah im Nachtzug aus Versehen in den falschen Waggon und wacht am Morgen nicht wie geplant in Amsterdam, sondern in Paris auf. Der nächste Zug nach Amsterdam geht erst am Nachmittag. Wohl oder übel muss Hannah den Tag in Paris bleiben. Aber was soll sie mit der Zeit anfangen, ganz allein? Leo. Leo ist das gleiche Missgeschick passiert. Auch er ist aus Versehen im falschen Waggon gelandet. Auch er muss am gleichen Abend geschäftlich in Amsterdam sein. Aber anders als Hannah kennt Leo Paris wie seine Westentasche. Ein Tag. Die beiden treffen sich am Ticketschalter und beschließen, den Tag zusammen zu verbringen. Muss man sich manchmal verlaufen, um die Liebe zu finden. Es klingt wunderschön. Natürlich dreht es sich um die Liebe. Es ist ein Liebesroman. Und auch hier ist nochmal so eine Klappe über dem Buchschnitt. Auch innen drin, ne? Ich finde das wahnsinnig schön. Ja, es ist wohl der erste Roman der Autorin. Das heißt, wir könnten eventuell noch mehr von ihr erwarten, erhoffen. Ich bin sehr gespannt. Ich hatte das schon auf meiner Leseliste, nee, nicht Leseliste, auf meiner Wunschliste hatte ich das Buch schon. Und deswegen freue ich mich eigentlich sehr darauf, es ganz bald zu lesen. Und was auch mit musste, weil ich es dann dort direkt entdeckt habe, von Sarah Fischer Zeilen ans Meer. Sarah Fischer ist Adriana Popescu und ich wollte erst das Buch bestellen und zwar das ältere, also das Hardcover. Andererseits besitze ich all ihre Bücher in Taschenbuch, ne? Alle. Jetzt ist es eben als Taschenbuch bei mir mit dem neuen Cover eingezogen.
Wir finden zwei zusammen, die eigentlich alles trennt. Der Australier Sam findet am Strand eine Flaschenpost. Die hat vor über 15 Jahren die deutsche Lena ins Meer geworfen. Darin ein Brief mit ihren Träumen für die Zukunft. Er schreibt ihr nach München, ohne mit einer Antwort zu rechnen. Doch Lena antwortet und es beginnt eine Freundschaft, die sich mit jedem Brief vertieft, bis die Liebe ins Spiel kommt. Doch kann man sich in einen Menschen verlieben, den man noch nie gesehen oder gesprochen hat, dem man sich nachfühlt, obwohl er so weit weg ist. Manche Dinge vergisst man nicht, die trägt man immer mit sich herum, auch wenn sie noch so schwer sind. Aber deine Briefe helfen mir, etwas leichter zu gehen, nach vorne zu schauen. Das klingt wahnsinnig schön. Gerade auch so ein Briefroman. Ich erinnere mich da an Für immer vielleicht, das ja mein absolutes Highlight ist, was es so in Richtung Brief-E-Mail-Roman gibt. Dann natürlich an Gut gegen Nordwind von Daniel Glattauer. Und ja, jetzt der hier. Ich hoffe, dieser Roman kann mich auch begeistern und mitnehmen mit seinen Briefen. Bin sehr gespannt. So, zu meiner Schande noch eingepackt. Es ergab sich dann irgendwie auch noch, dass ich noch im Buchladen war. Bei Hugendubel in München. Der ist ein bisschen größer. Der hat alles mögliche da liegen. Unter anderem auch Joachim Meyerhoff, Hamster im hinteren Stromgebiet. Dieses Buch habe ich vorgestellt. Und zwar in meinem Video, was mir meine Patienten empfehlen. Hier oben könnt ihr euch das ganze Video nochmal anschauen, um zu wissen, welche denn mir empfohlen wurden von meinen Patienten. Das hier ist noch gar nicht so lange her, dass es mir empfohlen wurde. Zeit ist Hirn. Was passiert, wenn man durch einen gesundheitlichen Einbruch auf einen Schlag aus dem prallen Leben gerissen wird? Kann das Erzählen von Geschichten zur Rettung beitragen und kann Komik heilen? Ich finde es sehr spannend und ich bin wahnsinnig gespannt. Der Autor hier erzählt davon, dass er quasi Hamster im Gehirn hat. Und ihm da rumhüpfen. Denn er selbst hat einen Schlaganfall. Er leidet einen mit 51. Kurz nach seinem 51. Geburtstag. Muss er ins Krankenhaus und er leidet einen Schlaganfall. Und da nimmt er quasi den Lesern schon ein Stück weit mit. In diesem Buch, ich bin sehr gespannt, ich habe noch keins von seinen Büchern gelesen, er hat ja schon mehrere rausgebracht. Interessant fand ich sie teilweise schon, die Bücher, die er bisher rausgebracht hat, trotzdem am meisten interessiert mich gerade das hier, deswegen starte ich mit dem, auch wenn es offiziell der 5. Teil ist von Alle fliegen hoch. Alle Toten fliegen hoch. Und ein Buch, das ich nicht hier habe, das ich einblenden werde. Ich habe es aber als tatsächliches Buch gekauft. Das heißt, ich habe mich ja eigentlich überall zurückgehalten, oder? Also bei der Erwählbestellung 4 Bücher, 2 in der einen Buchhandlung, 2 in der anderen Buchhandlung und 2 aus der Telefonzelle. Macht trotzdem wieder 10. Oh Gott. Ich sollte nicht rechnen hier. Ich höre einfach auf zu rechnen. Und zwar, was ich noch gekauft habe, ist von Robert Mark Lehmann, Mission Erde. Robert Mark Lehmann wurde ein Stück weit bekannt mit seinen Äußerungen bezüglich Zoos und natürlich noch mehr Aquarien, denn er ist Meeresbiologe und Forscher. Ich finde ihn sehr spannend, habe mich eine Weile ganz intensiv mit ihm beschäftigt, also über eine Woche sehr, sehr intensiv, und habe dann auch Seaspiracy, den Film, über die Weltmeere geguckt. Beziehungsweise was die Menschheit mit den Weltmeeren anstellt und was wir so eigentlich gar nicht so richtig wissen. Als Endverbraucher, als Normalos zu Hause, die jetzt nicht jeden Tag damit konfrontiert sind oder beschäftigt sind, aber was wir alles tun können, von zu Hause aus auch. Und deswegen ist an dieser Stelle hier nochmal ein kleiner Aufruf. Schaut euch doch bitte den Film Seaspiracy an. Und ich weiß, es ist auch nicht immer leicht, der Film, den zu schauen. Ich bin selbst, du hörst auch ein zartes Pflänzchen und fand es echt schwer, den ganzen Film zu schauen, aber ich finde es sehr wichtig. Und deswegen bitte ich euch alle hier, schaut ihn euch einfach einmal an. Und wer eben noch mehr darüber erfahren möchte, wer Robert Mark Lehmann ist, auch das einfach nochmal nachschauen. Denn er sagt sehr, sehr wahre Worte zu dem Thema Aquarien, zu den Themen Zoos, wie wir mit Tieren umgehen, was wir mittlerweile alles wissen über Meerestiere auch und dass er eben da vieles nicht so optimal findet, was die Menschheit so tut. Es gibt viele Dinge, die die Menschen tun, die sind nicht gut, aber in dem Bereich eben auch. Und ich finde, da wurde noch nicht genug darüber gesprochen. Deswegen, hier an dieser Stelle, ihr könnt unter anderem eben auch das Buch euch mal anschauen, denn ihm geht es ja darum, diese Welt so ein Stück weit besser zu machen und zu retten und zu schauen, dass wir das alle gemeinsam hinkriegen. Ich finde, das ist eine gute Idee und das ist eine gute Sache, deswegen habe ich mir auch gerne dieses Buch gekauft, auch wenn das eben 24 Euro kostet und man sich erstmal denkt, früher waren die doch nicht so teuer. Ja, es ist ein Hardcover, es hat einige Seiten und es ist,
glaube ich, sehr lesenswert und sehr gut. Damit ist der Werbeblock quasi zu Ende und ihr dürft euch wieder eurem liebsten Buch widmen. Dann sehen wir uns hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder und bis dahin lest natürlich schöne Bücher und bleibt gesund. Tschüss!